Hallo und guten Tag, hier ist Marius von Projekt30.de mit dem Ausblick für die Woche ab dem 31. Januar. Und der Montag, also der 31. wird gleichzeitig der letzte Handelstag im Januar sein. Was schauen wir uns heute an? Den DAX in verschiedenen Zeiteinheiten. Da sind so 1, 2, 3 ganz interessante Geschichten dabei. Dann gucken wir uns den Dow Jones an, den S&P, Nasdaq. Es folgt dann Bitcoin mit 3 Charts, Gold, Silber und Brent. Und zuletzt werfen wir einen Blick auf Apple, Amazon, Netflix und Tesla. Beginnen wir mal mit dem Ergebnis der abgelaufenen Woche, die ja wirklich einige Schleudergänge bereithielt. Also da hat es zum Teil in den USA noch heftiger, aber auch im DAX einige Bewegungen gegeben, die überraschend waren und in ihrer Intensität violent. Die Differenz zum Vorwochenschlusskurs 15.603 beträgt minus 284 Punkte und die Differenz zum Ultimo des Dezember vergangenen Jahres bereits 565 Punkte. Das heißt, mal auf Jahressicht ist der DAX im Minus. Der Pivotpunkt am Montag bei 15.286, der der kommenden Woche 15.286, oh, das sehe ich jetzt erst, das ist ja interessant. Und der Pivotpunkt des Monats verbleibt noch bei 15.639 bis zum Montag, bis zum Handelsende. Ja, der Montag war crazy. 104 Punkte Gap Down und dann ging es ohne Unterlass 592 Punkte zum Schlusskurs gen Süden. Am Dienstag, am Mittwoch und am Donnerstag Erholung, auch mit Gap Ups. Dann am Donnerstag rund 230 Punkte Gap Down und ein Schlusskurs, der immer noch grün war. Das war also eigentlich so ein Zeichen der Bullen. Nee, es reicht jetzt. Also 229 Punkte Minus und sich dann mit 64 Punkten Plus aus dem Handel verabschieden. Das war sehr bullisch. Tja, und dann kam der heutige Freitag. 112 Punkte runter und 205 Punkte Minus. Was können wir aus dieser Woche mitnehmen? Zumindest mal hier in der Ergebnistabelle 4 Marken. Wir haben nämlich das Hoch am Montag bei 15.587 eingebucht und am Donnerstag bei 15.582. Da liegen 5 Punkte dazwischen auf Tagesbasis. Das ist also ein astreines Doppeltop. Und wenn wir uns die Tiefs anschauen, am Montag 14.952 und am Dienstag 14.979. Da liegen also 27 Punkte zwischen und das ist auf Tagessicht ein Doppelboden. Das heißt, wir gehen in die kommende Woche mit einem Doppeltop im Bereich 15.590 und mit einem doppelten Boden im Bereich 14.950. Und alles, was dazwischen ist, ist zwar nicht egal, aber wenn überhaupt, dann mit Signalcharakter. Das heißt, wir müssen entweder über die 15.590 oder unter die 14.950. Damit wir uns einen ersten kleinen Überblick verschaffen können, gehen wir mal in den Tageschart hinein. Wir haben das letzte Mal miteinander gesprochen, kleine Sekunde, das muss ich nochmal entfernen. Das war hier, der Freitag. Da hatte DAX in der Erholung an der 15.727, also der 38er, Konsolidierungsmarke der Strecke Allzeithoch zum doppelten oder dreifachen Boden 14.816 als auf die Rübe bekommen. Ja, und die Aussage war, wenn es dabei bleibt, ist durchaus damit zu rechnen, dass die 61er Konsolidierung angelaufen wird, der Pivotpunkt des Jahres 2022 und fast gleichzeitig auch die 76.4 Konsolidierungsmarke und eben auch die 15.015, also diese graue Auffangzone hier unten. Das hat er nicht in 2, 3, 4 Tagen gemacht, sondern das machte er tatsächlich am Montag, Gap Down, und dann ging es eben satt nach unten. Wir sehen, dass er sich hier noch wieder in die graue Zone gerettet hat und dann eben gen Norden zog. Wir haben hier unten diesen Doppelboden und hier oben sehen wir den Montag und den Donnerstag als Doppeltop. Und
Das passiert ja hier im Bereich der 50% FIBO. Wir schauen uns das nachher noch ein bisschen genauer an. Da wird es deutlich, dass er da ja, eine Marke am Wickel hat, die wichtig ist. Ja, viel kann man dazu nicht sagen, nicht? Ich meine, wir haben hier diesen entweder halbfertigen oder fertigen Batman im Chart, über den ich ja schon einige Zeit sprach, aber letztlich bleibt es dabei, dass wir hier diese Zone mehrfach durchwanderten und solange wir nicht oben herausgehen und nicht unten herausgehen, passiert im großen Bild gar nichts. Also jedenfalls nichts von wirklicher Bedeutung. Das ist eben manchmal wie in der Waschmaschine. Kehrtwendung, wir haben das ja auch im Dow Jones gesehen oder in den US-Märkten, was da an Vola und an Umkehr passiert. Also da muss abgewartet werden. Wir können natürlich mal die gleitenden Durchschnitte zu Rate ziehen. Ich zeige sie eben nicht in der fließenden Bewegung, sondern ich nehme sie statisch rein. Die grüne Linie hier 15.614 ist die 200 SMA, rot 15.687 ist die 50 SMA und 15.776 ist die blaue 20 SMA. Und was wir da sehen, ist eben einfach, dass wir hier diesen Dreierblock aus gleitenden Durchschnitten oberhalb der Kurse haben. Und das bedeutet auch, solange der DAX hier nicht durchkommt, besonders mal als erstes Signal über die 200 SMA 15.614, solange ist der im bärischen Territorium. Und für die Bullen heißt das eben auch, solange der DAX hier rüberkommt, können die sich möglicherweise auf weitere und auch auf tiefere Tiefs freuen. Ja, wenn wir jetzt mal überlegen, ich nutze ja ganz gerne auch die 90 SMA. Die 90 SMA bildet sich daraus, dass wir hier die 200 haben, die 50er und die 20er. Und wenn ich das addiere, dann kommen wir auf 270 und wenn ich 270 durch 3 teile, kommen wir auf 90. Das heißt, der gleitende Durchschnitt dieser drei gleitenden Durchschnitte, wenn ich das jetzt mal ausblende, ist die SMA 90. Und die verläuft bei 15.664 und ist für mich immer ein guter Gradmesser in allen Zeiteinheiten. Einfach weil ich dann nicht rätseln muss, läuft die 20 SMA jetzt über die 50 und ist das bullisch oder läuft die 50er unter die 200er und ist das bärisch. Also der Mittelwert aus diesen üblichen drei gleitenden Durchschnitten, die 90 SMA, ist in der Regel ein ganz guter Gradmesser. Ja, gut, mehr können wir hier im Tageschart im Moment nicht extrahieren. Gucken wir mal in den 4-Stunden-Chart. Den Diamanten am Top, den hatte ich ja bereits mehrfach gezeigt. In der letzten Woche waren wir am statistischen Ziel oder auch schon kurz unterhalb dieses statistischen Zieles. Und mit der Montagskerze ging es dann runter zum 100% Ziel plus satt Bonus. Das Tief, was wir hier am 20.12. gemacht haben, das wurde kurzfristig durchschlagen. Tja, und wie gesagt, jetzt hängen wir hier nicht Fisch, nicht Fleisch und müssen abwarten, ob wir weiter zur Unter- oder zur Oberseite marschieren. Das größere Bild dazu schauen wir uns gleich noch an. Im zweiten 4-Stunden-Chart sehen wir die beiden Batman-Öhrchen. DAX hat sich hier zunächst einmal aus dem, ja, aus dem gefährlichen Gebiet, will ich nicht sagen, aber hat sich zumindest nochmal von hier unten abgestoßen, nachdem er in diese graue Auffangzone 15.015 bis zum Doppel- oder Dreifachboden 14.816 gelaufen ist. Die Mittellinie zwischen dem Allzeithoch 16.290 und dem Doppel- oder Dreifachboden 14.816 ist 15.553. Und diese Range vom Allzeithoch zum doppelten Boden beträgt 1.474 Punkte und in der rödelt der DAX hier eben hin und her. Das heißt, die Bullen greifen hier unten ein und lassen es im Moment noch nicht zu, dass wir diese bedeutende Marke brechen und die Bären hauen obendrauf. Das haben sie hier getan und hier. Und ja, zunächst einmal bleibt es offen, aber wir können das hier mal zumindest als so eine Art Ampel sehen. Das heißt, DAX zeigt Erholungstendenzen, wenn es über 15.553 geht. Und da hat er ja am Donnerstag mal kurz das Näschen drüber gesteckt und bekam postwendend eins auf den Schädel. Also diese Marke können wir uns merken.
Im Zweitageschart der Ebbe- und Flutchart, den habe ich jedes Mal erklärt, das erspare ich mir heute, sehen wir eben einfach, wir sind weiterhin unter der 15.501. Das war das Wellenhoch, was wir hier im April und im Mai gemacht haben. Diese Wellenhochs sind nach wie vor unterschritten und gefährlich wird es für den DAX. Das erschließt sich auf den ersten Blick, sobald wir unter 14.816 laufen. Denn dann würde zumindest mal aus dieser Sicht die 14.130 Ziel werden, die 13.460 und die 13.310, die hier und hier und hier angelaufen wurde, Ausbruch, Abschiedskurs zur, oben, zur Oberseite. Also dieser Bereich hier, der ist wichtig und ja, der liegt zwar irgendwie rund 2000 Punkte tiefer, aber nichtsdestotrotz, das bleibt eine wichtige Unterstützung, falls die Kurse ins Rutschen kommen. Der Dreitageschart habe ich auch schon zweimal gezeigt, das ist einfach eine gewisse Ähnlichkeit. Wie ich sagte, wir haben hier eine steigende Linie und eine Unterstützung, steigende Unterstützung, dazwischen ein mehr oder weniger markantes Tief. Gleiches sehen wir auf dieser Seite. Und die Frage ist jetzt eben einfach, wiederholt sich Geschichte im ersten Quartal? Denn auch hier haben wir im ersten Quartal des letzten Jahres ja auf den Kopf bekommen und haben hier im März ein Tief gemacht. Und der März ist ja historisch, das schauen wir uns nachher noch an, ist ja historisch immer gut für bedeutende Hochs oder bedeutende Tiefs. Ja, und wir kommen hier zumindest mal über die Zeit wieder in so eine Situation, wo DAX sich eben entscheiden muss, wiederholt er so ein Muster oder bricht er zur Oberseite aus. Der Wochenchart zeigt den möglichen oder das mögliche bullische Shark Pattern. Habe ich auch oft genug erklärt. Hier unten wartet die Zielzone im Bereich 9171 bis 7210, sofern sich dieses bullische Shark Pattern tatsächlich auf den Weg macht. Bullisch deshalb, weil das hier eine Kaufzone wäre, von der aus ein kräftiger Anstieg zu erwarten ist. Bevor aber nicht die 14.816 bricht und insbesondere diese vier Jahresmarken, vier Hochs aus den Jahren 2017, also Jahreshochs 2017, 2018, 2019, 2020 auf recht engem Raum, bevor das also nicht bricht und dann in diesem Bereich läuft, müssen wir uns darüber noch keine Gedanken machen. Aber ich habe es ja in den letzten Ausblicken immer wieder gesagt, mental darauf vorbereiten, dass so etwas passieren kann, muss man sich. Ob man darauf jetzt schon spekuliert, habe ich letztes Mal gesagt, kann man machen, aber dann wird man irgendwo schon so einen deftigen Stop nehmen müssen, der oberhalb 16.677 liegt. Das machen vielleicht Langfristanleger, die perspektivisch handeln und einfach in den kommenden 6 bis 18 Monaten einen tatsächlichen Absturz erwarten. Wir Retail-Trader werden das in der Regel nicht tun. Aber die Retail-Trader, zumindest die, die CFD handeln, die verlieren ja in der Regel auch oder 70 oder 80% von denen. So, gucken wir in den Monatschart. Das ist ganz interessant. Wir haben nämlich eine jetzt schon eine aktive Popgun. Das kann sich also, sofern der DAX bis Montag Handelsende noch über 16.285 läuft oder unter 14.952, kann sich das noch ändern. Falls DAX in dieser Range bleibt am Montag, also nicht unter die 9.52 geht und nicht über die 16.285, das ist eigentlich nicht zu erwarten, haben wir eine Popgun im Monatschart. Das ist bedeutend, ich zeige es gleich noch, das hier ist Kassa, aber eine Popgun bildet sich eben dadurch, dass eine mittlere Kerze in ihrer Höhe und in ihrem Tief von der Kerze links und rechts daneben ummantelt wird. Das heißt, die linke Kerze hat ein höheres Hoch und ein tieferes Tief und die rechte Kerze hat zur mittleren Kerze ebenso ein höheres Hoch und ein tieferes Tief. Und das, was man dann erwarten kann, sind entweder knackige Ausbrüche zur Oberseite oder knackige Ausbrüche zur Unterseite, wenn diese Trigger unterboten oder überboten werden. Und was man auch erwarten darf, dafür braucht man hier im Monatschart allerdings Geduld und Spucke, ist ein Rücklauf an den Trigger, das heißt, wenn es zur Oberseite ausbricht, ein Rücklauf irgendwann
an die 16.285 oder wenn es zur Unterseite wegbricht, ein Rücklauf zur 14.952. Die Popcorn nennt sich nämlich so, weil das eine Analogie zu diesen Korkenpistolen ist, Druckluftpistolen. Die Älteren unter uns kennen das, man steckt einen Korken vorne rein, da ist ein Bändchen dran und dann schießt man mit Druckluft und dann ploppt der Korken raus, aber durch die Kraft, sobald er dann das Ende des Bandes erreicht hat, fliegt er auch wieder zurück zur Pistole. Und so ähnlich funktionieren Popguns. Und wir können uns mal hier im Monatschart, das sind jetzt durchlaufende Kurse, da sind die Trigger leicht anders. Diese Popguns sind ganz seltene Gesellen, eigentlich kleine Einhörner, nicht im Stunden-, Tages- oder Wochenchart, aber im Monatschart schon. Wir haben vor längerer Zeit, das hier ist der April 2016, also April, Mai und Juni gewesen, da haben wir mit der Junikerze auch eine Triggerkerze gehabt. Der bärische Trigger war 9.155, der bullische Trigger war 10.469. Und wie wir sehen, hat es 4 Kerzen gedauert, bis dann tatsächlich der Ausbruch zur Oberseite kam. Das ging also erst im Dezember 2016 los, machte dann aber von 10.469 zum Hoch 2018 eine Strecke bis nach 13.601, bevor die Popgun zu ihrem Trigger zurücklief und erst dort einen neuen Start machte. Ob diese jetzt hier, das sind jetzt die Triggermarken in den durchlaufenden Kursen, einige von euch handeln ja nicht Xetra, sondern CFD und dann durchlaufend. Die Trigger in den durchlaufenden Kursen, zumindest bei mir, sind 16.288 zur Oberseite und 14.839 zur Unterseite. Aber wir haben es hier eben mit so einem seltenen Gebilde zu tun. Und ja, sofern und sobald sie ausbrechen, das kann wie gesagt ein bisschen dauern, dürfte es eine knackige Bewegung geben. Im Moment würde ich die Unterseite favorisieren, weil ich mir bei der aktuellen Gemengelage politisch, wirtschaftlich und auch, wenn wir uns mal Konflikte auf dieser Welt anschauen, würde ich eigentlich eher zur Unterseite tendieren. Aber wir haben es oft genug erlebt, dass dann doch andere Dinge passieren. Also ich wollte nur die Marken genannt haben und das habe ich damit getan. Im 2-Monats-Chart nochmal ein kurzer Blick, warum das erste Quartal und dort besonders der März so wichtig ist, nicht? Das war das Hoch im Jahr 2000. Wir haben 3 Jahre später im März das Tief gemacht. Wir haben hier ein bedeutendes Hoch ausgebildet, hier ein bedeutendes Tief. 2015 das Hoch ebenfalls im ersten Quartal und das Corona-Tief aus dem März 2020 ebenso. Das heißt, der März ist prädestiniert für bedeutende Hochs oder bedeutende Tiefs. Und wir sehen hier oben eben, das ist jetzt ja ein 2-Monats-Chart, das heißt, jede Kerze bildet 2 Monate ab. Wir sehen, dass hier oben an der oberen Trendlinie dieses aktiven Wolfe-Keils, wir können ja 1, 2, 3, 4, 5 zählen. Wir haben eine leicht fallende Ziellinie, die im Bereich 7.963 verläuft, was natürlich recht gut zu dem Wochenchart passt, also zu dem bullischen Shark-Pattern, was zunächst einmal deutlich tiefer muss. Warten wir mal, wie sich das auswirkt und was hier passiert. Wir haben auf jeden Fall einen aktiven Wolfe-Keil, der aber seinen Apex-Punkt erst im Jahr 2032 hat. Also wenn die hier noch weiter rumtouren wollen, ja, können sie das lange machen. So, ein kurzer Blick noch in den 2-Stunden-Chart. Da sehen wir die Range, die wir bis jetzt gerissen haben. Das ist Xetra, dieser kleine Unterschießer hier. Das ist eine Unsauberkeit bei IG Markets. Also das Tief war tatsächlich 14.952 im Xetra und das Allzeithoch. Und wir sehen hier eben nochmal die Konsolidierungs- bzw. Erholungslevel. Wenn wir hier von einer Erholung ausgehen wollen, dann müssten wir die FIBO umdrehen. Und dann sehen wir eben, dass von dieser Abwärtsstrecke die kleinste Erholung, das 23.6, ich nenne es immer Mindesterholung, 15.267, da wurde, nachdem wir hier drüber geschossen, wieder runter, ja,
Wir wissen, was in dieser Woche passiert ist. Also, die ist auf jeden Fall heute per Schlusskurs mal wieder überwunden worden. Die nächsten Stationen wären dann eben 38.2, sofern es dort wieder hingeht, die 15.621 und 15.778. Und bevor das hier nicht über die 200 SMA geht, über die 50 und über die 61er Erholung traue ich dem Braten noch nicht. Zur Unterseite haben wir hier die obere Trendlinie des Wolfekeils aus dem Monatschart bei 15.179 und den Pivotpunkt, da steht Pivot, das müssen wir mal kurz ändern, und den Pivotpunkt des Jahres 2022, der ist wichtig. Also das ist hier so der, in dieser Zeiteinheit im 2-Stunden-Bereich ist das so der letzte Puffer, bevor eben das Tief getestet und dann möglicherweise doch diese Mob-Marke 14.816 getestet wird. Und ansonsten muss der DAX sich eben zur Oberseite arbeiten und die Marken anlaufen. Vollends glaubwürdig verdaut wäre das hier aus meiner Sicht erst mit Gap Close vom 21. Januar bei 15.912 und anschließender Überwindung der letzten Fibo vor dem Allzeithoch bei 15.974. Erst dort würde ich wirklich dieser ganzen Bewegung den Zeitstempel verpassen und sagen, die kommt ins Archiv. So, ganz zuletzt noch ein Blick auf den M5-Chart. Da sind ja immer alle Marken enthalten, die in den verschiedensten Zeiteinheiten so anfallen. Das hier war der Übergang vom Freitag zum Montag. Da haben wir eben diesen tiefen Absturz gemacht. Sind hier nach oben gegappt, runter gegappt. Also so viel können wir damit im Moment nicht anfangen. Außer, dass wir eben hier den Pivotpunkt 2022 haben und die obere Trendlinie aus dem Monat. Und ja, in diesem Bereich hat er ja sein Tief gemacht, 9,52. Also da ist viel Rumgerenne, aber wir haben hier drei wichtige Marken. Da ist er nämlich am Donnerstag dran gescheitert und bereits am Mittwoch. Das ist das, wo ich sagte, da haben wir einen Doppeltop gebaut. Wir haben hier bei 15.531 den Schlusskurs des zweiten Quartals aus dem Jahr 2021. Wir haben hier die gezeigte Mittelspur der großen Range aus dem Stundenchart H4, 15.553. Und wir haben hier die obere Trendlinie des großen Broadening Tops aus dem Monatschart im letzten Ausblick gezeigt bei 15.570. Da hat er hier und hier reagiert. Und hier ebenso und dort auch nochmal. Also, sagen wir es mal so, wer hier im Minutenchart unterwegs ist oder im M15, der könnte oberhalb dieser drei Marken mal einen Long-Versuch machen. Das wäre ein bisschen früh, aber was dann einmal, zweimal, dreimal, viermal ausgebremst wird und durchgeht, würde dann eigentlich zumindest mal die Hoffnung beinhalten, dass es dann zumindest mal bis nach 15.688 geht oder möglicherweise auch zur 61er Erholung bei 15.779, wo dann auch das Hoch aus Oktober, also diese drei Monatsmarken, warten. Und grün wird der liebe DAX zumindest mal aus Jahressicht erst wieder, wenn wir den Schlusskurs 2021 aus dem Dezember bei 15.884 überwunden haben. Vorher sind wir auf Jahressicht rot. So, dann schauen wir auf den Dow Jones in den Tageschart hinein. Der hat hier eigentlich eine ähnlich wichtige Trendlinie, wie der DAX sie an der 14.816 hat. 33.270 angedockt, drüber, Aufsetzer und hier, ja, das war ja 33.160 bis 34.385, das war ein Montag, wie er sich gewaschen hatte. Gut, wir können ab jetzt auf jeden Fall auf diese 33.270 oder 33.300 achten. Tiefere Unterstützung würde ich dann hier sehen bei 32.100, bei 30.545, falls es also dicke kommt. Und hier hätten wir noch einen Doppelboden, der kommt aus dem Januar 2021. Bei 29.870. Aber ich sagte in der letzten Woche, ich traue dem Dow Jones erst wieder über den Weg, wenn er über diese blaue Zone kraxelt.
die MOB-Marke 35500 und das Ex-Allzeithoch 35630 und dabei bleibt es. Im 4-Stunden-Chart sehen wir die mehrfach gezeigte Wolfowave, die bärische, die hat ja hier am letzten Montag fast ihr Ziel erreicht, also zumindest mal aus Dow-Sicht fach. Das Tief lag so im Bereich 33.130 oder 33.140 und die Ziellinie zu dem Zeitpunkt 32.905. Also das sind irgendwie so, was weiß ich, 200, 250 Punkte gewesen. Die rödelte ja manchmal im 5-Minuten-Chart mit einer Kerze ab. Ob es das nun war, dann wäre es okay, weil das ist ja schon eine knackige Strecke von 36.952, wo er hier oben im Überschussbereich angedockt hat, nach 33.150. Aber wenn es dann eben nicht reicht, wenn der wieder unter seine Mindesterholung fällt, denn das ist hier die Strecke Allzeithoch zum jüngsten Tief, was wir am Montag machten, 34.047, und die 47 sind nicht wichtig, da geht es auch letztlich um die 34.000, aber die Mindesterholung muss überwunden bleiben. Wann immer der unter diese Marke fällt, droht dieses Tief zu brechen und ein Anlauf an die Wolfowave-Ziellinie, die aktuell bei 32.612 verläuft, und das sind mal 1.700 Punkte. Gut, dieser Bereich hier, 61er Erholung, der ist wichtig. Wir sehen, dass wir hier mit H4-Kerzen einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal in diesem Bereich nicht weiterkamen. Und das heißt für mich, das wird auf dem Rückweg möglicherweise ein Widerstand sein. Und sofern der überwunden wird per Abschiedskuss nach oben, können wir diese Wolfowave vergessen und Dow Jones ist wieder in der Spur. Aber vorher, das, was ich zu der blauen Zone sagte, das meinte ich zumindest aus meiner Sicht so. Falls sich diese Rangelei, die wir hier in dieser Woche gesehen haben, das sind ja wirklich Kämpfe zwischen Bullen und Bären, die sich dort abspielen, falls sich das Ganze bullisch auflösen sollte, könnte es in ein Broadening Top münden. Wir hätten die 1, die 2, die 3, die 4. Wir bräuchten jetzt die 5. Die 5 würde aber auch bedeuten, dass wir ein neues Allzeithoch machen müssen, denn aktuell verläuft die obere Trendlinie dieser möglichen Formation bei 37.149. Aber auch hier gilt, diese blaue Zone ist bei Erholung, also Mindesterholung, dann 38, 50 und 61. Diese blaue Zone ist für mich immer besonders wichtig, denn dort entscheidet sich letztlich, ob die Kraft da ist. Hier sehen wir das nochmal mit den H4-Kerzen im Bereich der 61er Erholung. Dort entscheidet sich das, ob es hier reingeht und dann an der 50er oder an der 61er eins auf die Mütze gibt und man eben noch ein tieferes Tief machen muss. Und wir sehen ja, dass hier bei der 38.2 Erholung 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal mit Kerzen versucht wurde, reinzukommen. Und das wurde zunächst einmal negiert. Aber wir können es weiter beobachten. Im Dow Jones Wochenchart das mögliche bullische 5-0-Pattern, das heißt bullisch erst dann, wenn es runtergeht zur 50% Konsolidierung der Strecke 18.213, also die Strecke B, zum Allzeithoch 36.952. Hier sehen wir nochmal diese genannte und gezeigte 33.270, die eigentlich fast identisch zu der Figur im DAX aussieht. Also bricht Dow hier durch, wird der DAX auch seine 14.816 brechen. Aber dieses bullische 5-0-Pattern kommt eben tatsächlich nur zum Tragen, wenn es hinuntergeht, zur 50% Konsolidierung dieser großen Anstiegsstrecke. Und diese 50% Konsolidierung verläuft bei 27.582. Und dort ist eine Kaufzone, denn von Punkt D sollen die Kurse wieder anziehen, falls das so kommt. Der S&P im Tageschart, ich hatte in der letzten Woche, das ist hier der Mittwoch, da ist der Freitag gewesen, da habe ich gesagt, falls es hier weiter runtergeht, wir hatten ja als Ziel, als erstes Ziel, die 23er Konsolidierung 4.444, und ich sagte, wenn es nach unten geht, dann, das habe ich glaube ich sogar live eingezeichnet, diese blaue Zone, dann wäre Ziel die 38er Konsolidierung und
dieser Marke 4278 und zugrunde liegt der Anstieg seit dem 30. Oktober 2020 bei 3234. Und wenn wir mal genau hingucken, dann war die Vermutung schon richtig. Wir sind hier runter an das 38er gelaufen und aktuell hier einmal und zweimal ist ja ein Tageschart, wird versucht, diesen Bereich, also dieses Tief hier zu halten und nicht wieder zu unterschreiten. Also auch dort haben wir eine blaue Zone und da sage ich mal, verhalten, ganz ausdrücklich, verhalten, Erholungstendenz im S&P, solange er sich oberhalb 4212 und 4278 aufhält. Wenn der das hier bricht, dann haben wir durchaus die Möglichkeit nach 4026 oder hier in diesem Bereich 61er Konsolidierung 3839 zu fallen, als erste Schritte. Im Wochenchart ein mögliches, sag ich mal, bullisches Setup, wenn dann diese Marke hier hält. Das ist jetzt ein deutlich größerer Zeitrahmen. Hier ist nämlich das Corona-Tief, was wir im März 2020 gemacht haben. Da war das Tief 2191, das Allzeithoch 4818. Das, was der S&P jetzt gemacht hat, über diese lange Strecke, ist fast, da fehlen nur ein paar Pünktchen, die sind nicht wichtig, er hat fast seine Mindestkonsolidierung, also die kleinste Konsolidierung, die man nach so einer brutalen, das ist ja mehr als verdoppelt, Aufwärtsstrecke machen kann, ist die 23.6 bei 4198. Können wir also die 4200 rausmachen. Wenn die nicht hält, jetzt sind wir im größeren Bild, ist eben durchaus die 3800 möglich oder, wenn es dann dicke kommt, Andock, Andock, Abschied, die 3194. Aber auch hier gilt im größeren Bild, oberhalb 4200 ist der Bursche auf Erholungskurs. Unterhalb eben nicht mehr. So, dann gucken wir uns Nasdaq an. Auch diesen kleinen Kanal im Tageschart hatte ich ja gezeigt. Wir sind am letzten Freitag hier gewesen, da hat er die 50% Konsolidierung gemacht und ich habe gesagt, die 61er ist durchaus noch drin, wenn der hier nicht Stantepede umdreht. Die hat er gemacht und hier zwar einmal deutlich drunter gespiked, möglicherweise haben dort zu enge Stops gelegen, das weiß ich nicht. Aber so wie das jetzt aussieht, zumindest mal auf Tagesbasis, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, man kämpft um diese Marke, man will sie nicht verlieren. Wenn man sie verliert, könnten diese beiden Ziel werden. Der zweite Tageschart zeigt einen Kanal, der deutlich größer ist und der bietet auch ein bisschen mehr Infos. Der beginnt hier an der Unterseite des Kanals. Das ist September 2020 mit Tief 10.677 zum Allzeithoch 16.764. Auch dort sind wir aus dem Kanal gefallen. Was aber auffällt, die 50% Konsolidierung dieser Strecke, die wurde sehr genau gemacht. Und zwar an diesem verrückten Montag, als dann irgendjemand, ich vermute ja, dass es das Plunge Protection Team war, PPT, könnt ihr sonst mal googeln, dass die eingegriffen haben, weil es wurden gigantische Mengen von Puts verkauft und wenn Puts verkauft werden, dann bringt das den Markt deutlich nach oben. Also das ist meiner Meinung nach nicht eine Einzelaktion irgendeines Hedgefonds gewesen, sondern da war so viel Volumen hinter und so viel Dampf. Das könnte die Unterabteilung der Fed gewesen sein. Das Plunge Protection Team dient ja dazu, Markt Zerwürfnisse oder Verwürfnisse zu verhindern. Und angeblich haben die auch tatsächlich unlimitierte Kaufpower. Aber da gibt es so viele Mythen um diesen Verein, dass wir uns darum keine Gedanken machen müssen. Aber das ist ein klares Zeichen gewesen, 50% Marke, das heißt für den Nasdaq gilt aus dieser Sicht, Tagessicht, oberhalb 13.720 trotz dieses Gezickes Erholungstendenz. Unterhalb 13.720 kann die Runde 13.000 warten und auch die 12.113. Im Wochenchart des Nasdaq, diese schweinchenrosa Zone habe ich ja lang genug gezeigt und gesagt, wenn das Ding bricht, dann gibt es Bewegung. Die haben wir auch bekommen und ja, das ist jetzt nochmal
Der Wochenchart, das ist ebenfalls Corona-tief gewesen, 6772 zum Allzeithoch. Wir haben hier einen Aufsetzer, obwohl ja, es ist ein Tief gewesen. Das hätte eins werden können. Diese Woche ist noch unterhalb. Wenn wir uns das hier mal anschauen, da haben wir einen Doppelboden auf der 38er Konsolidierungsmarke. Wenn es also wieder zur Unterseite bricht und wir unter die 13.720 fallen, dann kann es durchaus zur 12.947 gehen. Da könnte ich mir mal einen Boden vorstellen, falls es eben wieder abverkauft wird. Und im Nasdaq 4-Stunden-Chart haben wir auch ein mögliches bullisches Figürchen. Das wäre, wenn es denn so käme, ein Descending Broadening Wedge, zählbar von 1, 2, 3 zur 4, falls das tief drin ist. Dafür müsste der liebe Nasdaq aber hoch und über die 2 der Formation bei 15.500. Das ist noch ganz schön Strecke. Aber mehr kann man da im Moment nicht zu sagen, das wäre bei dieser Vola echt zu spekulativ. Der nächste Kandidat, Bitcoin. Im Zweitageschart haben wir eine Wolf-Wave, die wunderbar ans Ziel gelaufen ist. Habe ich ja mehrfach gezeigt. Beim letzten Mal, als ich Bitcoin zeigte, verlief die Ziellinie noch bei 37.666, aktuell bei 37.584, ist aber egal, weil es ist ja abgearbeitet worden. Die 1, die 2, die 3, die 4, 5 mit Überschuss und dann ging es runter. Und wer genau hinguckt, könnte auch hier einen Batman sehen, der eben die letzten Tiefs abarbeitete. Diese Figur ist auf jeden Fall erledigt und wir haben ja hier noch einen mehrfachen Boden, ein Doppelboden im Bereich 28.860 und ich hatte in der letzten Bitcoin-Präsentation mehrfach diese Zone gezeigt, die ergab sich eben aus der 37.666, dort verlief damals die Ziellinie der Wolf-Wave, jetzt eben ein Stück tiefer und der 28.680, die wir hier langfristig haben. Einmal, zweimal, zweieinhalb, drei, also 28.850 steht hier. Ja, da habe ich mich um einen Zehner verhakelt, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist diese Marke wichtig und wenn wir dann eben uns den Wochenchart anschauen, dann habe ich gesagt, das hier muss halten, nicht? Unter dieser Marke 28.680 oder die 61er Konsolidierung dieser großen Anstiegsstrecke. Die habe ich ja von 6.950, da haben wir das Ziel ausgerufen im Bereich 20.650 und 27.500. Danach haben wir das Ganze logarithmisch erweitert und hatten eine Zielzone von 67.000 bis 73.571. Das wurde alles sauber abgearbeitet. Ja, und jetzt weiß man natürlich nicht, wie sich Bitcoin auf Wochenbasis verhält. Diese Marke ist jetzt eigentlich nicht mehr wichtig, weil die Wolf-Wave abgearbeitet ist. Das heißt, die können wir eigentlich mal rausnehmen und können die grüne Zone auf die 50% Konsolidierung legen. 36.440. 36.440. Das heißt, dieser Bereich muss halten. Und Bitcoin wäre aus der aktuellen Sicht meiner Meinung nach erst wieder aus dem Schneider, wenn es jetzt wirklich zur Oberseite dreht und über die 44.000 ginge. Ansonsten haben wir hier ein mögliches Doppeltop oder sogar mögliche Batman-Öhrchen und das wäre fatal. Also dieser Bereich hier 28.762, 28.680 halte ich für elementar wichtig, weil hier eben auch dieser Doppelboden ist, den ich zeigte, nicht, wenn ich das hier verlängere. Ich weiß jetzt gar nicht, kriege ich das. Nee, aber egal, wenn ich das Mäuschen hier hinhalte, dann sieht man eben, dass hier einfach ein Boden ist und wenn der bricht, dann triggert eben auch dieses Doppeltop, möglicherweise auch Batman. Und dann kämen wir tatsächlich in so ein, also möglicherweise, in so einen Bereich 18.000, hier wo dieser Knoten ist,
19.000, wo die 76er Konsolidierungsmarke wartet. Also da muss man jetzt ein bisschen Geduld und Spucke mitbringen. Oberhalb 44.000 kann sich das Bild aufhellen. So, im Gold gibt es nichts Neues, außer dass es hier erneut eins auf den Deckel gab. Wir können die 1, die 2, die 3, die 4, die 5 zählen. Damit haben wir ein symmetrisches Dreieck, ein aktives. Ja, und die Frage, die wir uns hier im Tageschart ja schon länger stellen, ist eben, wann geht es hier über die 1845 oder wann geht es unter die 1691? Das wissen wir nicht. Was wir wissen ist, sobald es einen Ausbruch gibt, der wird ja hier ab Aktivierung errechnet, hat diese Formation auf der bullischen Seite ein statistisches Ziel bei 2035 und ein 100% Ziel bei 2155. Und wenn es zur Unterseite geht, 1580 oder im Extrem sogar 1398. Das sind die Marken, dabei bleibt es und alles, was hier innerhalb passiert, interessiert mich nicht. Das Silberne im Wochenchart, auch dort hat sich nicht viel getan. Wir haben eben hier einen Anstieg, das waren plus 165%, und wir haben eine Konsolidierung gesehen auf die 21,44, das waren minus 28%. Und wir warten eben einfach auf ein Signal, ob das hier eine Flagge oder ein Kanal wird. Dann wäre ein Anlaufen der unteren Trendlinie legitim, aktuell bei 19,89. Oder wenn es dann eine Bullenflagge ist, geht es hier oben heraus, oberhalb 25,50. Und wenn es oben heraus ginge, dann dürften wir so einen Block hier unten an das Tief anlegen und hätten dann eben deutlich höhere Ziele im Bereich 40. Schwer einzuschätzen, was da im Moment gespielt wird und was geschoben wird. Wir haben in der Woche zuvor eigentlich gute Hoffnung gehabt, dass wir hier vielleicht mal die 25,51 testen. Das ist in dieser Woche verneint worden. Also geht es in der nächsten Woche mit einer schwarzen Kerze weiter, dann ist auf die 21,44 zu achten, denn dort haben wir einen Doppelboden, eigentlich fast einen Dreifachboden, nicht? Das ist eine bedeutende Marke. Bricht die, könnte ich mir vorstellen, dass zumindest im Papiersilber dort einige Stops liegen und wir dann vielleicht tatsächlich einen Abtaucher machen und die untere Trendlinie dieser Flagge, dieses Kanals testen. Brent ist in dieser Woche zwar nicht mehr mit der gleichen Dynamik wie in den Wochen zuvor, aber sie ist über dieses Hoch gestiegen, über das erste Ziel 186, und insofern, solange es dabei bleibt, bleibt auch das statistische Ziel bei 114 und das 100% Ziel bei 125. Das ist wie gesagt ein Wochenchart, da muss man ein bisschen Geduld mitbringen. Und dieser bullische Ausbruch, der verpufft erst dann, wenn dieser Vierfachboden bei 64 bricht. Apple. Wir hatten uns ja die Wolf Wave angeguckt und die hat, wo ist der Freitag, da war der letzte Freitag, da waren wir im Keil drin. Der ziemlich verrückte Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und heute am Freitag befindet sich Apple wieder oberhalb der Keiltrendlinie. Ich sagte ja, dass wann immer Apple über die obere Keiltrendlinie geht, sich diese Aktie möglicherweise nur temporär, aber dann aus dem Gefahrenbereich bewegt. Gefahr ist eben innerhalb dieses Keils und besonders wenn die untere Trendlinie dieses Keils bei 150 bricht, dann wäre Zieleinlauf der Wolfe Ziellinie bei 135 möglich. Also im Moment, wir haben hier zwar irgendwie fast sowas SKS-mäßiges, da könnte man so eine Art Nackenlinie konstruieren. Dann könnte man sagen, jetzt mal der 100% Move, also der größte Move, wenn ich den hier unten ansetze, dann ist diese SKS abgearbeitet worden, und zwar verhältnismäßig genau, und Apple kann wieder zur Oberseite entschwinden. Ob das dann dauerhaft der Fall sein wird oder nur temporär, weiß ich nicht, aber es ist eben so, das heißt, aktuell droht Apple keine Gefahr, solange der Laden über 164 notiert.
Amazon haben wir uns auch lange angeguckt. Wir haben eine bärische Wolfowave im Chart mit einer Ziellinie bei 2341. Ich hatte mehrfach dieses Tief, also ein Boden, noch ein Boden, noch ein Boden. Tief 21. September 2020, 2873. Das war hier gebrochen, wurde erobert, nochmal erobert, wieder runter. Also um diese Marke wird gekämpft. Und ich sagte beim letzten Ausblick, diese graue Zone, solange die nicht wieder erobert ist, ist das für mich ein potenzieller Abtaucher in Richtung Wolfowave Ziellinie. Dabei bleibe ich. Und als, ich will nicht sagen unbedingt als Ampelmarke, aber als Orientierungspunkt kann man sehr wohl diese Tiefs hier nehmen im Bereich 2873. Das heißt, geht es dort deutlich, nicht so wie hier, das ist ja der Montag gewesen, geht es hier deutlich per Tagesschluss drüber und wir kriegen eine Anschlusskerze. Ja, dann könnte man vielleicht auch einen Long-Konter traden und sagen, erst der Zielbereich 3129, 3173 und wenn es hier drüber ginge, dann kann das Ganze auch wirklich ja, sich zu einer deftigen Erholung ausweiten. Aber solange die Kurse hier unterbleiben und besonders unter der 2873, muss mit 2341 gerechnet werden. Was ja dann doch noch gemessen am aktuellen Kurs irgendwie so 18-19% wären. So, wen haben wir noch? Netflix, da hat sich auch nicht viel getan. Ich hatte ja in der letzten Woche gesagt, das war ein perfekter Batman, der eben die letzten Tiefs abgearbeitet hat und dann noch einen Bonus drauf gab. Ja, diese Marke hatte ich beim letzten Mal gezeigt, 393, sehe ich als elementar an, um überhaupt eine kleine Erholung zu starten. Aktuell sieht es ja schon wieder so aus, als wenn sich das hier noch fortsetzt. Ich hätte den nächsten Bereich eigentlich hier, den ich erwarte, falls es weiter abtröpfelt. Deshalb heißt der Bereich 318 bis 290 könnte für diese Aktie eine Kaufzone sein. Dann wäre ja doch, da wären wichtige Marken erreicht. Ich könnte mir vorstellen, dass dann auch einige größere Adressen auf den Plan treten und hier kaufen. Ansonsten eben als kleiner Anhaltspunkt die 3,93 und als, ich sag mal, Marke, dass das hier verdaut ist, wäre für mich nicht ein Tages-, sondern ein Wochenschluss über 458. Das ist zu heftig, dieses Gap, als dass ich hier bereits beim ersten Versuch drüber zu gehen, also auf Tagesbasis, kaufen würde. Da würde ich ganz gerne einen Wochenschluss oberhalb 458 sehen, möglichst deutlich, also im Bereich 470, 475, dann kann man einen Long Trade eingehen und seinen Stop kurz unterhalb setzen. Das heißt, man könnte auch einen Abschiedskurs ertragen, der sich dann zur Oberseite fortsetzt. Ansonsten eben dieser Zielbereich und was haben wir da in Prozenten? Das wären also noch 15 bis 22%. Was ja nicht ausgeschlossen ist, auch wenn es nicht passieren muss. So, Tesla gucken wir uns noch an. Da hatte ich vor 2 Wochen, glaube ich, ich weiß nicht, wann ich Tesla zuletzt gezeigt habe, da waren wir auf jeden Fall irgendwo hier in diesem Bereich. Da hatte ich ja gesagt, dass wir möglicherweise ein Descending Broadening Wedge am Start haben, dem aber eben noch die 5 fehlt. Und wir haben hier am Donnerstag blitzsauberen Aufsetzer auf diese fallende Trendlinie gehabt. Einmal, zweimal, dreimal, viermal und auch eine entsprechende Reaktion. Also, das ist jetzt ein 4-Stunden-Chart. Das ist übrigens Freitag, das ist heute gewesen. Achten wir mal auf die 2 des DBWs. Ich sage ja immer, wenn die 2, und das hier ist die 2, auch wenn das hier nach der 2 aussieht, es ist ja ein Hoch, die 1, dann das Tief vor der 3, das wurde hier gemacht. Also 885. Wenn Tesla über 885 läuft, dann wird es wahrscheinlicher, dass die Aktie sich auf den Weg zur Oberseite macht. Haus und Hof sollte man nicht drauf verwetten, aber das ist schon mal ein gutes Zeichen,
für diese Aktie, dass hier jetzt eine vierfache Trendlinie bestätigt wurde. Bricht das zur Unterseite durch, dann müssen wir uns eben den Chart erneut anschauen. Aber ja, warten wir es mal ab. Longen, also beobachten muss man sowas. Ob man da jetzt irgendwie schon mit einer Position reingeht, würde ich eher verneinen. Da würde ich auf die 885 warten, die ja auch nicht so weit entfernt ist. Und ich sag mal, wenn diese Aktie jetzt nicht in der Lage ist, mal so irgendwas um 6,5-7% zuzulegen, dann ist das Tief sowieso noch nicht drin, nicht? Weil wir haben ja nun doch schon eine knackige Abwärtsstrecke hinter uns. Das ging ja im Tief mal 34% runter. Das ist nicht wenig. Also, wir brauchen hier einen schönen Bounce, der über diese Marke geht. So, und damit sind wir auch durch für heute. Ich habe mich mal bemüht, etwas schneller zu sprechen. Ich wünsche euch eine schöne kommende Woche. Nach wie vor seid mental darauf vorbereitet. Es muss nicht passieren, aber seid mental darauf vorbereitet, dass das hier erst eine Ouvertüre ist, was wir sehen. Und vielleicht löst sich das Ganze eben auch in Wohlgefallen auf und der Ukraine-Plot löst sich und die Zentralbanken tun nicht das, was alle befürchten und irgendwie passieren gute Sachen und die Märkte ziehen wieder fett an. Aber im Hinterkopf behalten, wir haben das erste Quartal eines Jahres und der März oder damit eben auch das erste Quartal ist notorisch für Hochs und Tiefs. Und hier, das wäre weder ein bedeutendes Hoch noch ein bedeutendes Tief. Nicht? Ein bedeutendes Tief ist sowas, wenn wir solche Kerzen sehen. Oder so ein Lauf zur Oberseite und dann runter. Oder so eine Kerze. Oder so etwas. Wir sind also weit davon entfernt, irgendeine bedeutende Monats- oder Zwei-Monats-Kerze zu haben. Wir sind hier oben in einer kleinen Range und die wird und muss sich auflösen. So, Schluss mit dem vielen Gerede. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Hier im Norden soll es lieber euch im Süden, glaube ich, auch am Wochenende stürmisch werden. Das heißt, ich igel mich ein und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Danke für ein Like oder für einen Daumen hoch und tschüss, tschüss.